Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich habe da gerade noch die Polizei am Arsch, weil ich ein bisschen was falsch gemacht habe. Wir sind jetzt hier auf diesem Steg. Schätzt man nicht, dass das der Damm sein soll. Und darstellen soll. Ansonsten, wie gesagt, wir brauchen eine Garage. So, falls ihr irgendwo eine Garage seht, könnt ihr mir das gerne sagen. Und so laut schreien wie möglich, dass ich das höre. Ja, hier gehen wir halt wieder hoch. Ansonsten gibt es hier noch eine Straße, die nach links runter geht. Mit einem Parkplatz. Da sind Garagen. Ganz kurz mal schauen. Wahrscheinlich ist das zwar nichts. Nee. Ich nehme jetzt doch mal ein anderes Auto vielleicht. Fährt es sich damit besser? Also mit dem Motorrad. Das ist eine Garage, die runtergeht. Okay, dann können wir nicht scannen. Shit. Das Tool geht wahrscheinlich auch nicht auf. Dann ist es wahrscheinlich nicht hier. Hätte sein können, dass es das wäre. Wie gesagt, das hier könnte man vielleicht als Damm ansehen. Schwierig. Keine Ahnung, wo man das suchen soll. Wie gesagt, wir können jetzt da die Straße eigentlich entlang fahren, alles. Und Alter, sieht das Auto von innen schrecklich aus. Das ist eine richtige Schrottkarre. Und dann schauen, ob wir irgendwo einen Damm sehen. Oder was Dammartiges. Und vielleicht auf der Map was angezeigt wird. Vielleicht muss ich die eine Mod doch wieder rausnehmen mit dem Verkehr, weil es doch ein bisschen sehr viel Verkehr ist. Da geht's noch rein. Sorry, ich möchte da lang. Danke. Auto Parts. Lass mal kurz schauen. Ich glaube, wir waren hier auch schon. Hm.
Weil hier gibt's niemanden mehr. Steht ein Auto. Ich glaube nicht, dass das hier gemeint ist. Und trotzdem können wir es ja kurz mal anschauen. Ich weiß, da geht's runter. Ja, doof. Egal. Mal kurz im PC schauen. Nachricht. Brian Conroy. Ganz kurz. Okay. Brian Conroy an Moritz, Mauricio Camel, ihr blinden Hurensöhne. Hey, ihr Wichsfressen, ihr solltet den Wagen nach dem letzten Ding sauber machen. Ich hab extra gesagt, dass ihr unter den Sitz gucken sollt. Oder etwa nicht? Und ihr meintet, wir lecken alles sauber, bis keine Spur zu sehen ist. Und jetzt ratet mal was. Es ist eine verfickte Spur zu sehen. Ich habe gestern unter den Sitz geguckt und wisst ihr, was ich gefunden habe? Gehirnfetzen. Verdammte Scheiße. Ich mag mich ja irren, aber soweit ich weiß, haben Gehirnfetzen nichts mit Blitzblank zu tun, oder? Archivgespräch zwischen Alfonso Infante und Pedro Luna. Alfonso Infante. Wir wollen ihn auf der Straße anhalten, es, als ob er einen Strafzettel kriegt. Joe, ich kann diesmal nicht. Wir können diese Meditech-Funds-Events nicht benutzen, nicht mal anfassen. Die Betonung ist gut, Bro. Wir müssen ihn nur rechts ranfahren lassen, das ist alles. Der wird denken, dass wir zu Meditech gehören. Wir tun ihn in den Wagen und erledigen ihn und dann bringen wir den Wagen abends zurück. Na gut, aber der Wagen muss abends wieder in der Garage sein. Blitzblank. Bro, hab dich nicht so schon mal enttäuscht? Hol ihn einfach ab und wir bringen ihn wieder. Wird ein Kinderspiel. Sebastian Ibarra an Mauricio Camel, letzte Warnung. Ich weiß, was du mit den Nomaden gemacht hast. Das ist nicht unser Stil. Mit deinem Glück hast du noch die Möglichkeit, deinen Fehler wieder gut zu machen. Fick dich ins Knie, Opa! Ich hab dich anständig gebeten. Möge der Herr mir vergeben, was ich gleich tun werde. Alle der Fernseher. Einfach mal bitte ruhig sein, danke. Aber ich glaube nicht, dass es hier ist. Dass es das ist, was wir eigentlich gesucht haben. So, jetzt ging es da noch runter. Bringt zwar wahrscheinlich gar nichts. Oder man findet nichts.
Hast du einen schönen Fächer? Ein bisschen Money. Das war's. Na. No. Ja, das war nicht das. Russell. So, das andere war ja noch die Maelstrom Station bei der Orfwoods Firma. Da waren wir auch schon. Mal. So, bei der Orfwoods Firma. Kann man gar nicht mehr hacken. Ah, sonst gibt's hier nichts mehr. Und wenn doch, habe ich's übersehen. Hier war der Parkplatz, da waren wir auch schon mal. Da waren wir auch schon. Hier waren wir auch schon. Ventura. Sind wir hier noch in Hey? Sorry, falsche Taste. In Heywood. Alter, was habe ich getan? Ja, das ist alles noch Heywood. Das sind Brücken. Vielleicht könnte das hier was sein. Oder das hier. Das ist, glaube ich, auch eine Brücke. Ja, mal schauen. Jetzt mache ich das Spiegel gar nicht. Das Einzige, was ich leider nicht mehr gefunden habe, irgendwie gab es eine Mod, mit der man die neueste DLSS-Version installieren konnte. Und die hat das Spiel um einiges flüssiger gemacht. Das fehlt wahrscheinlich halt jetzt eben. Ja, ja, ist ja gut. Oh shit, sorry Leute, ich muss da mal durch, danke. Durch die Hintergassen von Nancy. Krieg ich jetzt nicht mehr weiter. Autsch. Not
Ernsthaft? Ich habe ihn nicht mal ange... Na. Das ist leider bloß auch eine Brücke. Auch eine Brücke. Das ist auch eine Brücke. Schon wieder falsche Taste, sorry. Jetzt sind wir schon an allem vorbei eigentlich. Ich weiß nicht, von was die da reden. Ein Damm in Haywood. Ein Damm in Haywood. Was war es? Notiz? Sonstiges, glaube ich. Schlechte Nachrichten. Suche in Haywood nach ein paar Ripper. Nach dem Ripper, der das mal halten kann. Wenn ich wieder halbwegs lebe, verstecke ich mich in der Garage, die bei dem Damm. Ach so, oh Mann, ich hab's falsch verstanden. Die Garage gehört gar nicht zu Haywood. Ah, fuck it. Ich hab das beides zusammengebracht, aber eigentlich meine ich einfach den Damm. Wo war der nochmal? Ich glaube, hier oben war der Damm. Und da sollte eine Garage sein, irgendwo. Dann fahren wir dahin. Sorry, ich hab's einfach völlig falsch verstanden. Weil ich beides in Zusammenhang gebracht habe. Natürlich falsch war. Karl lässt sich gerade gar nicht gut fahren. Fahren wir ganz kurz dahin. Dann ist natürlich schon klar, was mit dem Damm gemeint ist. All units in the area, order has been restored. All units instructed to return to patrol. Karre. Ich muss mir nachher gleich ein anderes Auto stehlen. So, da drüben ist der Damm. Jetzt ist die Frage, ist der Damm... Also die Garage oben oder unten? Weil bevor wir jetzt da hochfahren, sind wir kurz unten. Wahrscheinlich bringt uns das genau zu dieser Garage, bei der wir ja eh schon waren. Könnte gut möglich sein, dass das genau der Fall ist. Aber das sind die Häuser da hinten. Ja, da waren wir ja schon. Natürlich weiß ich nicht mehr, was wir da gefunden haben. Was für ein Schriftstück. Die Garage war hier. Hier war die Garage. Und da waren wir schon.
Nee, ich dachte, das Motorrad. Ich habe gehört, die Kerle haben einen Berg gestürzt. Fragt mir leid, weiß nicht, was in die Gefahren ist. Bin froh, dass es dir gut geht. Hört zu, ich weiß, dein Ofen hat dir viel bedeutet. Aber du musst die Sache vergessen. Im Ernst, die Tigers machen keine Witze. Und das ist alles, was wir hier für Infos halt bekommen. Theoretisch müsste ich jetzt schauen, was. Ich jetzt darüber gehe, M drücke. Ah, nee, das zeigt mir gar nichts. Theoretisch müsste ich jetzt schauen, was wir da gefunden haben. Queen of the Highway. Um zu wissen, wo wir suchen müssen. Aber das ist sehr schwierig herauszufinden. Sind das hier eigentlich für Notizen und so weiter? Die wir nicht gelesen haben. Oder die Gespräche. Die haben wir wahrscheinlich einfach irgendwie verpasst. Oh, schön. Bekannte Komplizen Takemura und Goro. Name des Tiers wie Deckname. Eliminierung schwer bewaffnet und gefährlich. Das ist was anderes. Oder besser gesagt, ein anderer James. Forrest Lee und Chris James. Ne, auch was anderes. Es gibt einfach so viel zum Lesen in dem Game hier. Nee, das also nee, das werde ich niemals finden. Kann man, glaube ich, vergessen. Oder ich muss mir Internet nachschauen. Naja. Auf jeden Fall würde ich sagen, war es das wieder für Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Shoes. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.